fürchtet euch nicht, seht, ich verkünde euch große Freude, die das ganze Volk betrifft. Für euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Die Tage des Wartens sind vorbei. Der Heiligabend ist da. Wir haben uns vor den Bildschirmen versammelt, um die Hektik der vergangenen Tage ruhen zu lassen und um auf das zu hören, was wir uns selbst nicht sagen können. Weihnachten ist Gottes Geschenk für uns. So sind wir miteinander verbunden im Namen Gottes, der an Weihnachten zu uns kommt, im Namen Jesu Christi, der Gottes Liebe in die Welt bringt und im Namen von Gottes Geistkraft, die Hoffnung in uns weckt. Amen. Hört, was der Prophet Jesaja in alttestamentlicher Zeit vorhergesagt hat. Aus der Familie von König David soll der künftige Friedensbringer kommen. Dann wird ein Zweig aus dem Baumstumpf Isais austreiben und ein Spross wächst aus seiner Wurzel heraus. Auf dieser Person wird der Geisthauch Gottes ruhen. Der Geisthauch der Weisheit und der Einsicht, der Geisthauch des Rates und der Stärke, der Geisthauch der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Macht liegt auf seiner Schulter. Er trägt die Namen Wunderrat, Gott ist stark, mein Vater und meine Mutter auf immer, im Dienst des Friedens. Wir beten. Guter Gott, es ist Weihnachten geworden, das Fest der Liebe und des Friedens. Weihnachten, die Geburtsfeier von Jesus, deinem Sohn. Welche Bedeutung hat dieses Fest für uns? Noch immer tragen wir die Last der Pandemie und unsere Zuversicht ist auf dem Prüfstand. Groß ist unser Wunsch nach Unbeschwertheit, nach Sorglosigkeit, nach Liebe. So bitten wir dich, Gott, stille unsere Sehnsucht nach Leben. Dein Licht strahlt auch dort, wo die Dunkelheit am tiefsten ist. Das möchten wir glauben. Im Kind in der Krippe bringst du Liebe und Frieden zur Welt. Dein Geschenk an uns. Wir nehmen es dankend an. Mach Lebensfreude für alle daraus. Amen.
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lass uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Liebe Gemeinde vor den Bildschirmen, auch dieses Weihnachtsfest ist unter der fortlaufenden Pandemie anders, als wir es uns alle gewünscht haben. Wir vermissen das Miteinander, wir vermissen die Gemeinschaft, wir nehmen Rücksicht auf die, die gefährdet sind und reduzieren unsere direkten Kontakte. Was wir nicht reduzieren oder zurückfahren wollen, ist die Weihnachtsbotschaft, weil wir sie und ihren Zuspruch, ihre Ermutigung brauchen, ob nun in der Gemeinschaft, in der Kirche oder in einem Videogottesdienst wie diesem. Als die Sternkundigen aus dem Morgenland sich in der prächtigen Stadt Jerusalem nach dem Ort erkundigen, an dem der neue, der erwartete König zur Welt kommen soll, bringen sie mit dieser Frage den amtierenden König in Unruhe. Er jedenfalls wartet auf keinen Fall auf einen Nachfolger, einen neuen König. Seine herbeigeholten Experten der Heiligen Schriften bringen dann zum ersten Mal den Namen einer kleinen, wenig bedeutenden Stadt auf die Bühne der Weltöffentlichkeit. Heute kennen alle den Namen dieser Stadt, Bethlehem. Hören wir, was die Gelehrten dem beunruhigten König und den staunenden Sterndeutern aus den Heiligen Schriften vortrugen. Ich lese die Worte des Propheten Micha im 5. Kapitel nach der Gute-Nachricht-Übersetzung. Doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen: So klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Der Herr gibt sein Volk den Feinden preis, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Dann werden die Verschleppten zu den anderen Israeliten zurückkehren. Im höchsten Auftrag des Herrn seines Gottes und mit der Kraft, die der Herr ihm gibt, wird er die Leute von Israel schützen und leiten, und sie werden in Sicherheit leben können, weil alle Völker der Erde seine Macht anerkennen. Er wird Frieden bringen. Auf eine große Sehnsucht trafen damals die Worte des Propheten aus dem Ersten Testament. Eine Sehnsucht nach sicherem Leben, eine Sehnsucht nach Frieden, eine Sehnsucht, dass Mütter und Väter keine Angst um die Zukunft ihrer Kinder haben müssen. Ich sehe dieselbe Sehnsucht in den Augen der Menschen, die heute vor Zäunen ausharren, die in der Kälte unter Zeltplanen ihre Kinder wärmen, die in überfüllten Booten das Meer überqueren und die unter Lebensgefahr gegen ihre Unterdrücker auf die Straße gehen. Ich weiß nicht, wie viele dieser Menschen eine Hoffnung haben auf Gott, der ihre Lage sieht und ihnen zu Hilfe kommt. Der Prophet hatte diese Hoffnung und er hat sie seither bei den Menschen geweckt. Sehr klein und sehr unbedeutend und leicht und schnell zu übersehen, beginnt Gott mit seinem Langzeitplan, seine Menschen zu retten. Eine unbedeutende Frau bringt in einem unbedeutenden Ort am Ende des damaligen Reiches ihr Kind zur Welt. Kein Königskind, keine von den Medien vermarktete Thronfolgergeburt. Nein, auf ein Arme-Leute-Kind legt Gott die Hoffnung auf Frieden. Klein und unscheinbar
beginnt die Hoffnung zu wachsen. Immer gefährdet und mörderisch verfolgt von denen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Unsere Sehnsucht können wir aus der Wirklichkeit abschieben, in die vermeintliche Idylle der Krippenszene. Und wir können sie aufheben für die Träumer und für die Kinder. Doch tatsächlich wollen uns die Worte der Propheten und die Geschichte der Geburt Jesu Christi aus der Weihnachtsgemütlichkeit herausholen. Denn Gott will uns dazu brauchen, dass wahr wird, was verheißen ist. Vor 2 Jahren hat der Graffiti- und Street-Art-Künstler Banksy aus dem englischen Bristol eine spektakuläre Krippe aufgestellt. Banksy stellte seine kleine Krippe in ein Hotel in Bethlehem, das The Walled Off Hotel genannt wird, das eingemauerte Hotel. Es ist das Hotel mit der schlechtesten Aussicht der Welt, der Aussicht auf die hohe Betonmauer, die seit Jahren Israel und die palästinensischen Gebiete trennt. Die vertraute Szene mit Maria und Josef, mit dem kleinen Jesus und sogar mit Ochs und Esel spielt aber nicht im Stall von Bethlehem, sondern vor der Betonsperrmauer. Und der Stern, der über den Figuren steht, ist das Einschussloch einer Granate in dieser Mauer. Narbe von Bethlehem hat der Künstler sein Werk genannt. Als Graffiti stehen die Botschaften Liebe und Frieden in verschiedenen Sprachen auf dem grauen Beton. Wir können Ihnen das Bild dieser Krippe leider nicht zeigen. Sie finden es aber leicht im Internet, wenn Sie in die Suchmaschine Narbe von Bethlehem eingeben. Für mich hat Banksy die Weihnachtsbotschaft neu und auch verstörend auf den Punkt gebracht. Gott sucht mit diesem schutzlosen Kind mitten in Gefahr und Grausamkeit überall auf der Welt Menschen, die guten Willens sind, Menschen, die ihre Herzen vor dem Hass verschließen und sich der Liebe Gottes öffnen. Genug der Narben. Jesu Geburt will uns zu Menschen machen, die berührt von seiner Liebe für Heilung sorgen. Möge Gottes Friede mit Ihnen sein. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist Mensch geworden und in ihm ist deine Herrlichkeit erschienen. Öffne unsere Herzen, dieses Wunder zu erfassen, das du bereitet hast in Jesus, deinem Sohn. Lieber Vater, du sendest uns Jesus Christus. Den Armen bringt er Heil, den Gefangenen Freiheit, den Traurigen Freude. Schenke uns Glauben und segne unser Leben, damit die Welt erkennt, was du in Jesus mit uns begonnen hast. Auf dich hoffen wir, in Zeit und Ewigkeit. Gott, du Licht in der Finsternis, dies ist der Tag, den du gemacht hast, ein Tag der großen Freude. Du kommst uns entgegen, die wir im Dunkeln tasten, und lässt uns Christus schauen. Frohe Kunde für diese Welt, tröstendes Licht für unsere Augen in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.